Hallo und ein recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Citybus Manager. Wir müssen hier auf Doppeldecker gehen, Wochenende genauso. Linienwechsel innerhalb einer Schicht, das haben wir jetzt, glaube ich, beim letzten Fahrplan nicht gemacht. Bestätigen, Moment. Neuenhagen. Doch, haben wir, okay. Grünheide, okay. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal nach. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Wochenendfahrplan alle 20 Minuten. Bestätigen. Boah, das wird jetzt, das wird interessant. Stadtlinie Fred Vogel. Doppeldecker. Wochenende alle 20 Minuten. Und Linienwechsel innerhalb einer Schicht. Bestätigen. Fred Vogel. Okay. Stadtlinie Erkner. Keine bevorzugte. Doch, Doppeldecker. Wochenende alle 20 Minuten. Bestätigen. Stadtlinie Strausberg bearbeiten. Doppeldecker, Wochenendfahrplan alle 20 Minuten und Linienwechsel in einer Schicht. Stadtlinie Woltersdorf. Doppeldecker, Fahrplan alle 20 Minuten, Linienwechsel in einer Schicht. Linie 1, Fahrplan. Gelenkbus, ich warte mal, was hatten wir hier? Alle 15 Minuten. Wochenende wollten wir doch auf alle 15 Minuten. Ich mache erstmal alle 20 Minuten. Passt. Bestätigen. Linie 2. 30, 20, 15. Gelenkbusse. Auftragslinie, Gelenkbus. Den Rest können wir leider nicht einstellen, aber Linienwechsel innerhalb einer Schicht. Fahrplan, Moment. Gelenkbus, 20. Linienwechsel innerhalb einer Schicht ist aktiviert. So, Linie 4 müsste jetzt kommen. Halt, hier müssen wir 15 Minuten runter. Und Gelenkbus. Linie 5. Alle 15 Minuten. Halt, alle 15 Minuten. Wochenende alle 20 Minuten. Hatten wir Wochenende alle 20 Minuten? Ja, wa? Gelenkbus. Jetzt muss ich nochmal nachschauen, ne? Linie 3. 20, genau, ist richtig. Linie 5. Da ist. Achso, das hat man gerade eingestellt. Ja. Dann kommt jetzt Linie 6. 15 Minuten. Wochenende 20 Minuten. Und Gelenkbus bestätigen. 7. Gelenkbus. 20 Minuten. 15 Minuten. Ich werde jetzt nur nochmal gerade bei Linie 6 gucken, weil ich mir jetzt wieder unsicher war. Ich habe wieder irgendwie nicht aufgepasst. 30, 15 Linienwechsel, 20 Gelenkbus. Okay, bestätigen. Okay, dann habe ich nichts falsch gemacht. Linie 7 hatten wir gerade. Dann kommt jetzt Linie 8. Alle 15 Minuten, Linienwechsel ist an. Wochenendfahrplan alle 20 Minuten und Gelenkbus. Bestätigen. Linie 9 müsste jetzt kommen. Fahrplan bearbeiten. Alle 15:30. Okay, perfekt. Alle 20. Okay, gut. Gelenkbus. Da müssen wir nur noch das bestätigen. Dann gucke ich nochmal auf der Seite. Was haben wir hier? Ah, Linie 9:50. Fahrplan bearbeiten. Doppeldecker. Oder? Naja, hier brauchen wir keine bevorzugte, oder? Also wir können da auch Gelenkbusse nehmen. Aber hier ist kein, da brauchen wir nicht bevorzugt. Hier schreiben wir aber bitte nochmal Wochenendfahrplan rein. Linienwechsel können wir erlauben. Fahrintervall alle 20 Minuten am Wochenende und hier alle 15 Minuten. Bestätigen. Huh. Der Schichtplan für morgen sieht jetzt wahrscheinlich komplett scheiße aus. Busfahrer automatisch zuweisen. Oh! Was?
Okay, interessant. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Alles Frühschichten, also wir brauchen noch drei Busse mindestens. Ich sehe das schon. Oh, weia, ey. Hat er wirklich gut zugewiesen. Also ich sehe hier keine Fehler. Wow, okay, wir brauchen also noch ein paar Gelenkbusse. Das wird heute ein bisschen schwierig, aber ich sag mal, kriegen wir bis 6 Uhr? Ne, kriegen wir nicht unsere Schulden noch bezahlt, ne? 15, kriegen wir 370.000. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Wenn ich sagen wir erstmal hier keine bevorzugte, dann müsste er sie ja automatisch zuweisen können, genau. So, dann lassen wir jetzt weiterlaufen. Alter, ab morgen dann überall 20 Minuten Takt. Holy fucking shit. So. So, ich bekomme gerade die ganze Zeit Angebote rein, Entschuldigung. 40.000 ist in Ordnung, 39.000 ist in Ordnung, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Nice, jetzt haben wir wieder Plus. Ich habe auch noch ein Privatleben. Ja, schön, ich auch. Und ich bin der Chef und ich arbeite 24/7. Und jetzt? Freundlichkeit ganz unten, ja, deswegen schreibt sie mir auch. Ja. Stimmt, der muss noch in die Dings ran. Das ist ein bisschen frech. Ja, so läuft das hier auf unserem Hof. So läuft das hier. 72, also wir haben heute alleine 53.000 Fahrgäste befördert. Das ist schon nicht wenig. Vor wie vielen Tagen haben wir, vor 2 Monaten haben wir unsere Firma aufgemacht, ne? Ja, okay, ich sehe schon. Guck mal, da haben wir noch richtig Minus gemacht. Da kamen die ersten Plusbetriebe und heute inzwischen, naja. 350.000 pro Tag. Puh.
2,3 Millionen, wir haben ihn noch nie ausgegeben. 1, ja, 1,2 Millionen haben wir schon mal. Vor 22 Tagen haben wir auch noch nichts ausgegeben. Holy fucking shit. Wir haben ja richtig investiert hier. Kranker Scheiß. Guck mal, selbst die. Oh nein, es geht wieder los. Es geht wieder los. Alter Vater, ey. So, ich muss mal ganz kurz auf den Fuhrpark gucken. Nicht, dass hier irgendeiner mit Totalschaden rumsteht. Das ist alles, was so in Richtung Hälfte geht. Der hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, was die alle macht, ey. Die fahren frontal gegen eine Wand oder so. Keine Ahnung. Machen sie wohl gerne. Wie ist ja auch nicht. Der muss immer noch zur Lackiererei, ne? Ja. Naja, dann halt nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es laggt. Oh Gott, oh, alles klar. Auf Antwort des... Okay, alles klar. Ich dachte schon, das Spiel ist gerade abgeschmiert. Weil ich habe Fehlermeldung bekommen, dass das Spiel abgeschmiert ist. Nice. So, wir können noch einmal irgendwohin erweitern. Ich mache in Richtung Osten. Nicht in Richtung Berlin. Das wäre zu viel für mich. Ich muss mal gerade ein Video machen für einen Kollegen, weil der hat gestern auch City Bus Manager gespielt. Warte mal. Also hier vorne sind überall die Service-Schalter. Das ist überall Bürofläche hier. Ja. Hier haben wir 6 Tankstellen. Hier hinten haben wir die kleinen Klos mit einem kleinen Flur. Gehen wir mal hier runter. Weiter rauszoomen kann ich nicht, aber das sind alles Doppeldecker, die ich immer als Solobusse bezeichne. Das sind alles Doppeldecker DL05. Ja. Und jetzt geht's los. Alles, was grün ist, außer der hier, das ist auch einer. Es ist alles Capacity. Die roten werden gerade verkauft. Sieht man da? Ja, Verkauf abbrechen. Es ist alles voll. Jeder einzelne Parkplatz wird fast mit einem Capacity. Sieht man hier schön an den Doppelhinterachsen. Alles Capacity. Habe ich hier noch 5 Gelenkbus und 5 für die Doppeldecker. Hier einen komplett vollen Lagerraum, 4 Waschstraßen. Also, ich will ja nicht angeben, ne? Aber ich glaube, ich habe das Spiel gleich durchgespielt. Ah, der wird sich freuen. So, dann spielen wir mal weiter hier. Wenn das gefühlt nur noch laggt. Ach so, apropos, wir wollten den 100. Gelenkbus auch in die Dings reinfahren und den Gold machen. Bus lackieren.
Nee, die Mitarbeiter. Mechaniker. Die sind alle komplett im Stress. What the fuck, Alter? Stell mal nochmal 20 Mechaniker oder so ein. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Forscher brauchen wir jetzt eigentlich keine mehr. Können wir eigentlich entlassen? Reinigungskräfte, Service-Mitarbeiter stecken Nummer 10 ein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, komm, stellen wir hier nochmal 10 Mechaniker ein. Reinigungskräfte brauchen wir kaum welche. Busfahrer steckt Nummer 30 ein. Wie viel noch? 4? Ne, 6er. Okay. Dann haben wir jetzt 500 Mitarbeiter. Leck mich am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Bitte sollst du mich lecken. Riesigen Konferenzräume hier einfach. Guck mal, da sind die neuen Mitarbeiter. Alter, wie viele Spinte haben wir? Holy shit, einfach. Ersatzteile. Hiervon kaufen wir mal 8. Hiervon kaufen wir mal 7. Zwar, nee, hier brauchen wir noch einen. Entschuldigung. Ein Keilriemen, 5 davon. 8 Scheibenwischer. Hiervon alles, hiervon alles, hiervon alles. Hier von alles. Let's go. Ein riesen Betriebsgelände hier einfach, wirklich. Holy shit, einfach nur. So, hier sind 10, ne? 3, 6, 9, 10. Das sind 20 Parkplätze. 3, 5. Das sind 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21 mal 2 sind 22. Ja, 21 mal 2 sind 22, wollte ich gerade sagen. Sind 42. 42 mal 2 sind 84. Plus 20 sind 104. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 123 Gelenkbusse können wir uns aktuell leisten. Heieiei, 123, da haben wir aber nicht mehr viel Platz, ne? Also da ist bald voll hier. Volle Hütte. Ja, 54, das passt alles. Ja. Da ist ja aber bald volle Hütte. So, morgen also 20-Minuten-Takt. Du hast ein neues Angebot erhalten. Dankeschön. Ja, 35.000 immer. Schichtplan. Morgen. Passt alles. Passt wirklich alles. Einwandfrei. Gefällt mir. Brauchen wir bloß noch ein paar Gelenkbusse. Aber an sich passt das super. Wollen wir nicht in Richtung Osten expandieren irgendwie? Oder sind die mit der Forschung noch nicht fertig? Achso, die finden den Weg. Stimmt, ich habe es doch gerade noch gesehen. Warte mal. Büro bauen, so eine Wand. Dafür kommt diese Wand hier weg. Okay, what the fuck? Ganz ehrlich, ich wollte nur die. Egal. Hä? WTF, Alter?
Ja, das sieht jetzt so hässlich aus, ne? So eine Wand wollte ich hier hinzimmern. Haha. Schmeckt nur noch nach Pappe. Burger King Cola. Ich sollte keine Cola mehr saufen, aber egal. Jetzt ist er sowieso leer. Haha. Die geht dem Platz beim Bauen aus. Du, also unser Betriebsgelände ist jetzt maximal ausgebaut. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist, dadurch, dass es heute noch geforscht wurde, dass ich mir jetzt nochmal schnell alle Linien angucke, die da hinten lang gehen. Verhandlungsgeschick. Naja, also sobald der Preis um mehr als minus 5% runtergeht, das wollen die ja nicht mehr verkaufen. Gut, so bin ich auch, aber ich bin noch relativ kulant. Ich sag, naja, wenn der Preis 70% vom Originalverkaufspreis, ja, können wir drüber reden, so wisst ihr. Hauptsache, ich bin die Busse los und krieg ein bisschen Geld. So, Moment, wir haben es 23:01 Uhr. Hallo? Nein, nicht zum Hauptmenü. Nein. Nein, ich habe nicht gespeichert. So, wir haben jetzt in Richtung Osten etwas weiter expandiert, aber auch nicht viel. Welche Linie führt denn hier hinten lang? Linie 6. Dann holen wir uns mal Linie 6 kurz ran. Zeig mal her, wo gehst denn du lang? Oder wo führst du lang? Okay, Erkner, Fangschleuse. Okay, also du fährst hier lang anscheinend. Genau, okay. Was ist das hier hinten für ein Ort? Kienbaum. Ah, stimmt, hier bin ich schon beim Bus lang gefahren. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Wir könnten natürlich sagen, ey, fahr mal nach Lichtenau Tankstelle. Hier. Weil ich hätte jetzt gesagt, ja, komm, fahr hier lang, aber hier ist ja anscheinend kein Weg, oder? Kagel-Fließbrücke, warte mal. Sag ja, der führt nicht hier lang, okay. Also. Tankstelle. Fahr da erstmal nach rechts, Kienbaumabzweig. Fährst du kurz drin. Drehst hier hinten. Fährst, keine Ahnung, einmal hier hinten lang. Kannst du das machen? Ja. BLZ Kienbaum. Okay, was auch immer. Keine Ahnung, Bundesliga-Zentrum oder so. Nein. Hier zurück. Hier hin. Nee. Ja. Was führt denn hier hinten für eine Linie lang? Linie X und Linie 7. Ich schaue mir mal Linie 7 an. Moment. Fahrplan bearbeiten. Guck mal, die geht nicht ganz so lang, ne? Oder wir machen halt Linie 10, die halt hier irgendwo beginnt, kurz hier runterfährt oder so. Und halt hier hinten lang und, hier oben dann so. Kommt man hier überhaupt lang? Ja, hier kommt man lang.
Von Klosterdorf dann nach Strausbech oder so. Wisst ihr, dass die hier hinten noch. Ja, komm, wir machen eine neue Linie drauf geschissen. Eigene Linie. Linie 10. Kriegt natürlich ihre gewohnte Farbe. Wir starten am S-Bahnhof Strausberg Nord. Diesmal. Bundeswehr, Gesundheit, Klosterdorf. Prötze haben wir hier nicht drin, ne? Hohenstein, ich. Warte mal, Hohenstein. Ja, okay, hier fährt er lang, dann fährt er hier am Dorfteich lang. Genau, hier mussten wir damals drehen. Dorfteich, okay, Hohenstein. Ja, okay. Fahren wir dann runter oder fahren wir hier über Strausberg nochmal dann zurück? Wäre eigentlich unnötig, ne? Steuerhaus. Wenn wir hier lang kommen, dann würde ich hier. Garzau? Ja, hier kommen wir lang. Okay. Es gibt auch in Garzau eine Haltestelle, aber die ist hier gerade nicht drin. Ne? Warte mal. Jetzt muss ich mal überlegen, wo hier was lang führt. Genau, hier fahr. Ja, hier vorne ist Garzau Kita. Hier kommt Garzau Dorfstraße oder so. Und dann geht es hier hinten nach Garzin weiter. Hier hinten ist irgendwo Garzin. Nee, okay. Ja, dann dreht er da hinten. Keine Ahnung. Sucht ihr was aus? Rehfelde. Rehfelde Schule. Rehfelde Siedlung. Ich hinterfrag das nicht. Nein, tue ich nicht. Nein, nein. Märkischer Hof, Dorf. Abzweig Werder. Na gut, da fährst du hier durchs Dorf. Mir egal. Fährst du Werder Dorf. Dann fährst du Zindorf. Ah nee, warte. Da können wir hier vielleicht, auch wenn die hier nicht existiert, ist mir egal, Licht und Tankstelle. Da fährt er hier kurz runter, Kienbaumabzweig. Kirche. Hier unten geht es jetzt nicht weiter, ne? Genau, was hier unten noch sein soll. Könnte man theoretisch noch eine Linie langführen? Müssten wir aber. Sportstätte. So und so und so. Keine Ahnung, was wir hier machen. Hier können wir auch gar nicht drehen, ne? Kienbaum Gewerbegebiet. Ich weiß nicht, was da unten ist. Ich nenne das mal Gewerbepark. So. Fangschleuse Bahnhof. Ist ja quasi um die Ecke. Nee, da können wir ruhig ruf hier. Zack. Grünheide. Kreuzung. Schlangenluch. Reha. Und wieder raus. Und dann fahren wir jetzt langsam wieder zurück hier. Obwohl, wir können auch. Es fährt ja schon die 59, weißt du? Dann können wir hier nämlich nach Henningendorf-Dorf drehen wir nach Kirche. Wo die Haltestelle eigentlich hier hinten ist, aber egal. Berufsbildungsstätte. Dorf. Bahnhof. Nochmal die Schule.
Aber jetzt drehen wir so gesehen ab. Also was heißt abdrehen, aber, ne? Strausberg am Annatal. Wo sind wir jetzt hier? Warte mal. Am Annatal. Handelszentrum. Hier. Einfach mal Elisabethstraße. Lustgarten. So, ist eine ganz schön große Runde. Ja, das geht aber. Okay, denk dran. Hauptintervall 15, 20 erweitert. Samstag, Sonntag raus. Wird Gelenkbusrunde. Neuer Fahrplan. Wochenendfahrplan. Gelenkbusse. 20 Minuten. Linienwechsel innerhalb einer Schicht. 132 Minuten fahren wir. Heißt eine Haltestelle anpassen? Ach so, okay. Gut. Bestätigen. Wird jetzt alles nur von Linie 10 angefangen. Jetzt bin ich mal gespannt. Rehfelder Bahnhof, Linie X, 7 und zweimal die 10. Ich komme da so gesehen zweimal vorbei. Ich will, dass sie an ein paar Bahnhöfen immer ranfahren, weißt du? Zwischendurch. S. Friedrichshagen. Hier, da ist er. Lichter- und Luftbad. Warte mal, wo ist denn hier der Bahnhof da? S-Bahnhof Rahnsdorf. Wilhelmshagen, Erkner, da unten haben wir jetzt nichts. Doch, Fangschleuse haben wir noch. So, ansonsten. Das ist natürlich Autobahn und so, ja. Altrudersdorf. Ansonsten hätten wir noch Rehfelde Bahnhof und so. Warte mal, wo ist denn das hier? Das ist Kagel, das ist Kienbaum, das ist. Ach, Lichtenau. Ja, Kienbaum auch. Hier führen Bahntrassen lang. Moment, C-Mex. Nee, doch, doch. Hier führen zwar Bahntrassen lang, aber müssen wir weiter nördlich. Hier, Rehfelde Bahnhof. Können wir nicht alle Haltestellen upgraden? Warte mal. Alle mit einem Mal so, wisst ihr? Ist doch Kacke hier. Strausberg Lustgarten ist wichtig. Strausberg Stadt. Strausberg Nord. Jetzt fangen wir den Bahntrass mal weiter hier. S-Bahnhof Petershagen. S-Bahnhof Friedersdorf Süd und Nord. S-Bahnhof Neuenhagen, Süd und Nord. S-Bahnhof Hoppegarten. S-Bahnhof Birkenstein. Und. Nee, ich wollte die Haltestelle. S-Bahnhof Mahlsdorf. Und hier hinten noch. Linien. Nee. S. Strausberg haben wir schon. S-Bahnhof Hirschgarten. Ach, den gibt's ja auch noch. Da hinten. Jesus. Hirschgarten. Kommen wir da überhaupt mit dem Bus lang? Ja, theoretisch schon, ne? Da muss ich mir mal gerade Linie X angucken. Moment. Sobald er in Friedrichshagen ist, warte mal. Rahnsdorf.
Schöneiche, Mögelheim, Berlin. Westansiedlung, Mühlweg, Berlin, Ahornallee. Okay, warte mal, Mühlweg, wäre das da? Kann der dann nicht kurz einfach zum Bahnhof hochfahren? S-Bahnhof Hirschgarten, kriegt er das hin? Wenn wir hier die Westansiedlung rausnehmen. Und das. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Linie X sollte schon alle Dings anfahren, ne? Berlin, S-Bahnhof Mahlsdorf, der ist da drüben. S-Bahnhof Friedrichshagen brauche ich jetzt aber erstmal. Da war da mal S-Bahnhof Ransdorf. Berlin, S-Bahnhof Friedrichshagen. So, da kommt die Kastanienallee. Nach dem S-Bahnhof Friedrichshagen fährst du mal hier hoch. Kurz. Gärtnerei. Oder warte mal, wir haben da noch eine Linie. Welche führt denn hier lang? Linie 3. Alle 15 Minuten, das ist ja das Gelenkbus, ist das richtig? Linie 3, bearbeiten. Von wo wär's nur los? Neuenhagen über Hoppegarten. Dann fährst du auch über den erstmal nach Friedrichshagen, oder? Warte mal. Du fährst hier lang. Es war eine Friedrichshagen, definitiv. Du fährst du an eine Revierförsterei. Dann fährst du einmal bitte ganz kurz zum S-Bahnhof Hoppegarten. Hirschgarten, Entschuldigung. Habe ich die ganze Zeit Hoppegarten gesagt? Und dann fährst du erst zum S-Bahnhof Friedrichshagen. Ja, das passt. Alle 20 Minuten perfekt. So, der Schichtplan für morgen. Interessant, interessant. Ja, das haben sie wirklich gut gemacht. Also die haben jetzt irgendwas gemacht, zum Beispiel, also ich hätte sonst hier locker eine Schicht bis 13:30 Uhr haben können. Bis 11:35 Uhr gibt es keine Schicht. Das haben sie gut gemacht hier. Das haben sie wirklich gut gemacht. Das gefällt mir wirklich. Das haben sie richtig gut gemacht. Also was auch immer die verbessert haben, das bringt richtig gut was. Stadtlinie Fred Vogel. Ich weiß nicht, was die hier drin macht. Ach so, der fährt noch Linie X dann hinten dran. Ja, der gefällt mir ja nicht, ne? Startlinie Fred Vogel. Komm mal her hier. Fahrplan bearbeiten. Doppeldecker. Ja, wieso ist der denn auf mir Lenkbusdienst? Muss ich jetzt schon wieder alle so sortieren oder was? Okay, Moment. Alles raus. Das sind jetzt einige Schichten, die ich jetzt dann neu sortieren darf. Ach du heilige Scheiße. Also neu sortieren im Sinne von nicht Gelenkbus, sondern. Ja. So, das dauert jetzt gerade mal ein bisschen, weil das sind einige Schichten, die jetzt rausnimmt.
alles schön feinsäuberlich sortiert, immer die letzten Folgen, wisst ihr, und jetzt dürfen wir das rausnehmen, weil wir jetzt pro Dings immer eine Schicht zugewiesen haben. Das sind alles Verstärkerfahrten hier gleich, oder? Linie X? Ne, der fährt dort zweimal. So. Schön fein säuberlich jetzt wieder keine Fahrzeuggruppe. Also alles rausnehmen so gesehen. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht. Wir haben jetzt so gesehen Linie 10 einmal neu und wir haben ja für morgen einen neuen. Einen neuen Plan, ne? Also ab morgen gilt ja dann überall 20-Minuten-Takt. Also auch am Wochenende dann. Ich bin ja, die Busfahrer weisen wir gleich wieder automatisch zu, keine Angst. Also es sind fast 40 mal 60, warte mal, wir haben 39. 39 mal, das sind 3, 6, 7 Schichten, die pro Dienst. 273 Dienste, so gesehen. Also Schicht, alter Vater. Ja, wir sind schon ein großes Busunternehmen geworden. Achso, ich habe jetzt übrigens per Taschenrechner schnell. Ich habe einfach auf meiner Tastatur die Taschenrechner-Taste gedrückt und einfach kurz schnell ausgerechnet. So, wir haben schon 4 Stunden fertig. Also wir haben hier gerade mal vielleicht 10% fertig. Alles schön fein säuberlich jetzt sortiert hier, wisst ihr. Mache jetzt mal die Frühschichten. Also alles so vielleicht bis 12 Uhr oder so oder 8 Uhr oder so. Und dann gucke ich mal, ob er die schon automatisch zuweist. Ja, komm, mach mal bis 10 Uhr. Ja, das dauert jetzt alles, ne? Das haben wir alles schön sortiert und es kamen immer wieder neue Schichten dazu und keine Ahnung was, ne? Ich sehe es irgendwann schon kommen, dass wir keine Auftragslinien mehr haben, weil sie einfach nicht funktionieren, weil sie einfach zu groß sind. Aber ich musste die ja teilweise so groß machen, weil ja verschiedenste Voraussetzungen dafür hatte. Bitte fahr die und die Dörfer an, bitte fahr die und die Dörfer an. So, jetzt haben wir circa die Hälfte geschafft. Also wir haben jetzt 20 Seiten hier. Ich mache noch die 20. und dann. Ah ja, dann beginnt ja schon die ganzen Spätschichten, siehst du? Mal gucken, ob es dann klappt. Nö. Immer noch Dienste offen. Immer noch Dienste offen. Immer noch Dienste offen. Immer noch Dienste offen. Oh Mann, das kann dauern. Eine WhatsApp-Nachricht bekommen jetzt in der letzten Zeit? Nö, Akku ist zu 90% geladen. Hab den ja in der letzten oder vorletzten Folge rangesteckt. Jetzt ist mir mein Handy runtergefallen. Ja, geil. Ich muss schon wieder pissen, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, ne? Ich hab das doch gerade alles zugewiesen. Ich hab doch überall gesagt. Ich hab doch überall gesagt, keine besondere Dingsgruppe. Überall die ersten 20 Seiten voll gemacht. Ihr wart ja gerade live dabei. Ich hab mich hier abgemüht.
Und jetzt kaputt oder was? Was für eine Scheiße! Digga, ich kann doch hier nicht jetzt einfach mal so schnell noch 10 Busse kaufen, nur damit die Schichten dann wieder passen. Kein Busfahrer. Automatisch. So, Gelenkbus. Ja, das ist zwar eine schöne Schicht, aber ich habe hier die ersten 20 Seiten komplett gesagt, keine zugehörige Gruppe. Ja, ab und zu gibt's den mal. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Kann man das hier nicht einfach zurücksetzen? Ey, das ist doch eine Scheiße, Alter. Ich meine, dass ich die zuweisen kann... Nee, die sind doch ja nicht zugewiesen irgendwo. Startlinie Rahns. Okay, also braucht man einen Gelenkbus. Muss ich jetzt ernsthaft wieder gucken hier oder was? Bis 15 Uhr. Irgendeine... Alter. Ey, nee, wisst ihr... Ich weiß jetzt mal, die alleine stehen und alle Spätschichten sind. Also bis nachher brauchen wir dann auf jeden Fall die Gelenkbusse. Aber ich kann jetzt auch nicht Ewigkeiten immer wieder neue Gelenkbusse kaufen. Das geht auch nicht. Ich meine, wir haben auch nur begrenzte Kapazitäten, so wisst ihr? Also zumindest einzelne Schichten hier, die alle Spätschichten sind. Weil wir müssen zumindest die Frühschichten jetzt erstmal zuweisen. Definitiv. 11.50 Uhr. 12.35 Uhr oder so. Also bis 12.35 Uhr haben wir jetzt erstmal Zeit, den Schichtplan so zu machen. So, ich gehe mal ganz kurz wieder mal auf Toilette. Wir sehen uns gleich wieder. Oh Gott. Es müssten jetzt, glaube ich, alle Gelenkbusse im Verkauf sein, oder? Warte mal. Fuhrpark. Wir müssen jetzt eigentlich keine mehr übrig haben, oder? Genau. So, warte, ist jetzt noch was im Marktplatz? Ja, 40.000, nice. Capacity L, 37.000. Nice, danke. Der kommt meistens von da oben. Meistens. Ich meine, hier kriegen wir jetzt noch gut was an Geld rein. Also 27.000 halt, wisst ihr? Aber ich habe Schulden. Ich meine, ich habe unnormal viele Gelenkbusse gerade gekauft, ja? Wir haben Platz für 125 Gelenkbusse, glaube ich. Den Rest kann ich gar nicht... Digga, es ist einfach nur... Es ist nicht mal ein FPS. Tanken, Innen-, Außenreinigung, technischer Zustand. Machen wir alles einmal. Der kriegt das Kennzeichen. Oh, Wochenende. Ja, moin. Rüdersdorf, Gelenkbus 0, nee, 100. 110? Genau, die 109 haben wir schon, ne? Genau. Oh Mann, ey. Das ist ein Stress. Ja, was kann ich deinen Namen umbenennen? Lol. Donnisch. Ich wollte Donnischchen schreiben. Egal. So, ich wollte auf Toilette. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich bin alt.
Junge, Junge, das Spiel geht aber auch nicht voran hier, wenn das so laggt. Das macht auch keinen Spaß hier. Ne, das ist ja schon frech. So, hallo, das ist schon... Ja, jetzt ist... Also, da muss der... Ja, CBM.exe reagiert nicht. Wenn Sie das Programm schließen, gehen möglicherweise Informationen verloren. Auf Antwort des Programms warten. Ist abgeschmiert. Hab's euch gesagt. Ja, ist er wirklich abgeschmiert? Also ihr habt noch ein Bild. Also das, was ich sehe, ist... Oh ne. Okay. Da ist er wieder. Wir müssen, glaube ich, nochmal gerade... Nein! Seid ihr behindert? Meine einsatzstärkste Linie! Fickt euch! Naja, müssen wir mit Linie X leben. Linie 10 macht jetzt, ne? Und Linie, was waren das da? 8 oder so, die da lang führt. Das hat die meiste durchschnittliche Verspätung 24. Linie 9. Keine Verspätung, kein Geld eingenommen. Nice, nice, gefällt mir. Ausgefallen. Holy shit, Alter. So, ich speichere mal ganz kurz. Und dann lade ich das Spiel nochmal neu. Dort das Spiel speichern. Siehst du, 16.53 Uhr haben wir es da gehabt. Und 17.50 Uhr haben wir es. Also du kannst nicht mal eine Stunde spielen, ohne dass das Spiel laggt. Ich beende mal ganz kurz. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich hätte auch die Folge beenden können, aber nein, danke. So, jetzt haben wir 10 Minuten Lag frei, bevor es dann, ja, ne, wisst ihr schon. Also, wir dürfen uns jetzt erstmal, naja, 25 Busse, das da dürfen wir nur noch 13 kaufen oder so. Und dann müssen wir gucken, wer den Rest machen. Und achte auf die Anzahl der geöffneten Schalter, damit die Wartezeit nicht so hoch ist. Aber die Mitarbeiter auch mal eine Pause machen bekommen. Jetzt nicht! Hier wird durchgearbeitet! Bezahle ich schon 24-7. So. Gestern. Bushaltestellen natürlich heute teurer. Ja, ja, weil wir heute einiges mehr ausgegeben haben. Jetzt haben wir 2,2 Millionen ausgegeben. Also insgesamt 2,4 fast, ne? So. Dreifache Geschwindigkeit. Let's go, der Und schon laggt es. Schon laggt es. Ich habe nichts gemacht. Ich habe literally nichts gemacht. Alle müssen erstmal auf Toilette. Nice. Immer wenn ich die Karte bewege, laggt das. Das ist doch unnormal. Das ist doch unnormal. Aber schön die ganzen Gelenkbusse hier. Die zwei stehen noch zum Verkauf. Drei haben wir noch. Tanken, reinigen, außen reinigen. Habe ich da vorne gesagt hier alles? Warum wird das nicht gemacht hier? Der muss morgen eingesetzt werden hier. Bus lackieren. Hier war doch noch irgendein Bus, der lackiert werden musste. Oder ist der schon... Oder ist er gerade noch unterwegs? Wartet nicht noch irgendwas? Da. Der ist noch unterwegs. Fährt Schicht bis 10 Uhr. Achso, der ist schon unterwegs. Okay. Ich
Ich wünschte, man könnte noch ein bisschen weiter rauszoomen. Wir haben übrigens alles geforscht. Dafür habe ich jetzt bei Dings eine Belohnung erhalten bei Steam. Also nicht eine Belohnung, aber ne? Dadurch, dass wir jetzt noch einmal in Richtung Osten erweitert haben. Hei, 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 hei. 3.300 Kronen einfach. Ich überlege, ich glaube, bei 500 oder so bekommt man Gold. Das wäre schon siebenfache drüber. Ach nö, ach komm, ey, liebes Spiel. Ich habe schon wieder den Mauszeiger hier, ne? Rotieren sehen. Laden, Lokal, Capacity L, Neongrün. So, das Geld brauchen wir. Vor allen Dingen auch, um die Schulden abzubezahlen. Ich guck mal gerade, ob mein Teildienst morgen endlich weggetauscht wurde oder ob ich den doch fahren muss. Ich muss ihn noch fahren. Yay, juhu. 18 Uhr Feierabend und 20 Stunden später auf Arbeit. Und dann bis 2 Uhr 8. Das, wow. Das ist ein Prügeldienst. Unnormal. Ich weiß nicht, was ich in der Zeit machen soll. Ich könnte mein Auto waschen in der Zeit. Aber das ist so langweilig hier, ey. Nee, ey. Gar keinen Bock. Sechsmal. Nein, arbeiten macht super Spaß. Ein Marktplatz, neues Angebot. Ja, das verkaufen wir. Da. Ja, jetzt müssen wir halt warten, ne? Befordere Fahrgäste 72.000. Das kriegen wir jetzt auf morgen hin. Wir haben ja circa 60.000 gestern befördert. Das hier, naja, das schaffen wir. Boah, Freitag vielleicht, aber Wochenende auf jeden Fall, weil wir haben gerade Donnerstag. Wir haben jetzt 30.000 Tickets am Mittwoch verkauft. Wenn wir nochmal 30.000, nochmal 30.000, ah, vielleicht. 38.000 nehmen wir mit. Haben wir gleich fertig hier. Ah, es laggt so krass, das ist unglaublich. Einstellung, Grafik. Kann ich auf sehr. Oh Gott. Mittel. Mal gucken, ob es dann besser wird, aber ich glaube, daran liegt es einfach nicht wirklich. Steuerung. Achso, okay.
meine, wir können hier vielleicht noch auf 30 Hertz oder so runtergehen. Das hier. Aber ob das wirklich was bringt, naja. So, erstmal haben wir Minus heute gemacht. Alter, Personalkosten. 83.000 allein, also es ist. Wow. Naja, wir haben ja auch. Also gefühlt doppelt so viele Mitarbeiter eingestellt, ne? Erreiche Wochenkarten. Oh, okay, dann müssen wir nochmal. 700. Naja, mal schauen. Kriegen wir bestimmt hin. So, erstmal Kredite, weil jetzt kriegen wir gerade richtig gut Kohle rein. Es ist 8 Uhr, es ist Stoßzeit. Warte mal, Marktplatz gebraucht. Nee. Postfach. Kriegen wir hin. Ja, schön. Linien. Wie gut läuft's auf Linie 10? Noch keine Fahrten? Was? Gilt das dann erst ab nächster Woche oder was? Noch keine Fahrten abgeschlossen. Ich meine, eine Tour geht 130 Minuten, das sind etwas mehr als 2 Stunden von 5 Uhr frühs aus. Also eigentlich müsste er schon eine Fahrt abgeschlossen haben. Interessant. Naja, gut zu wissen, ne? Dass man nichts weiß. Ich könnte einen Kredit aufnehmen. Warte mal, ich wollte erstmal einen Schichtplan reingucken. Wir haben noch eins. Ja, wir müssen richtig viele Busse kaufen jetzt, ne? Das wird nicht ohne sein. Also wir können den hier vielleicht darauf zuweisen. Damit wir hier irgendwie noch. Sowas zuweisen können. Wenn zumindest erstmal die paar Fahrten hier abgeschlossen werden können. Natürlich nicht. Ja. Marktplatz. Sind wir schlau, pass auf. Jetzt machen wir zwar ordentlich Schulden, aber wir brauchen jetzt die Gelenkbusse. Oh, na weiß sieht auch nicht schlecht aus, ne? Aber wir nehmen erstmal grün. Und dann kaufen wir noch einen. 4321, das sind 10 Busse, ne? So, nice. 900.000 minus. Richtig geil. Gefällt mir. Fuhrpark. Oh, was ist denn hier passiert? Ach so, der wird gerade repariert. Ach so, ja, Entschuldigung. 110. Ach so. Rüdersdorf, Gelenkbus 111.
112, 113, 114. Ich glaube, in der nächsten Staffel machen wir dann auf kompletter Schwierigkeit. Also wirklich, dass wir Ewigkeiten brauchen. Also ohne Subvention und so. Also wirklich, dass es richtig hardcore ist. Muss ich mir einfach mal in der nächsten Staffel sagen. 16, 117, 100. 18, 119 und jetzt haben wir schon 120 Gelenkbusse. Nice. Gut, damit mit den Schuldenberg würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Zukunftsfantor hat jetzt erstmal 1 Million einzukassieren. Ich mache aber schon mal den Schichtplan für ihn fertig. So, für morgen auch. Zwei Schichten sind noch offen. Wird er Spaß haben? Vor allen Dingen, weil wir jetzt. Ja, ich sehe schon. Ja, da wird er richtig Spaß haben. Da wird er richtig Spaß haben. Da wird er richtig Spaß haben. Der zeigt dir. Gut, darum kann sich Zukunftsfantor kümmern. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin würde ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen. Tschüss.